Ja, hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und wie viele von euch mitbekommen haben, habe ich ja mal vor kurzer Zeit auf das Video von Gewitter im Kopf reagiert, wo es darum ging, um die Männergesundheit und dass Gillette einfach darauf aufmerksam machen wollte und wie ihr wisst, habe ich da mitgemacht, bei sowas mache ich sehr, sehr gerne mit. Und ich wollte halt damit auch ein kleines Zeichen setzen, vor allen Dingen an die liebe Männerwelt da draußen. Und ich möchte damit auch heute mal eine kleine Real-Life-Story erzählen, die vor 2 Jahren mal rausgekommen ist, zur Weihnachtszeit, und die ich so ein bisschen verdrängt habe. Zum Glück, muss ich dazu sagen, die Real-Life-Story hat zum Glück einen guten Ausgang gehabt, aber um euch einfach mal zu verdeutlichen, wie wichtig es ist, zum Arzt zu gehen, weil wir Männer, ja, wir gehen nicht so gerne. Ich bin jetzt auch nicht der Typ, der jetzt wegen den kleinen Boosters zum Arzt geht, aber man sollte wirklich auch gerade mal so Kontrolle machen. Man sollte jedes Jahr mal gerade gucken, ob vielleicht hier und da alles noch in Ordnung ist. Einfach mal eine Ganzkörperuntersuchung machen und das schadet euch nicht. Im Gegenteil, öfters kriegt ihr vielleicht dann doch eine Information, dass vielleicht hier oder hier in der Region vielleicht doch ein etwas spezifischer drauf geguckt werden muss. Und dann habt ihr auch vor allen Dingen die Gewissheit. Ne? Ich bin ja, wie schon gesagt, ich bin da so ein Typ, gerade so auf Arbeit, man verletzt sich mal, man schneidet sich hier, also ich habe mir hier richtig in Fleisch reingeschnitten, also nicht mal mehr auf die erste Haut, sondern wirklich, ich habe schon, ja, man hat den Knochen hier schon gemerkt, sage ich mal, bin ich abgerutscht leider auf Arbeit und habe mir sehr, sehr tief hier reingeschnitten, hat auch wirklich ordentlich lange geblutet und ja, ich habe es verbunden, ich habe ich kannte eine Krankenschwester, die hat alles verbunden, hat alles gesäubert und dass ich auch damit keine Probleme bekomme, weil auch so eine kleine Verletzung, sage ich jetzt mal, so ein extrem Risiko werden kann. Es kann so eine ganz kleine Verletzung, die man so abtut von wegen, ach, ist jetzt nicht so schlimm, und wie schon gesagt, ich bin auch so einer. Bis dann mein Arbeitskollege gesagt hat, hier, du blutest uns hier gerade komplett alles voll und geh mal bitte lieber. Ja, da bin ich dann zu meiner Kollegin an den Tag gegangen und die hat mir das dann verbunden und hat dann alles schön sauber gemacht und ich bin dann auch nochmal zur Untersuchung gegangen, war alles in Ordnung. Aber sie hat mir auch gesagt, gerade solche Verletzungen können halt ein großes, sehr, sehr großes Infektionsrisiko birken und da kann so eine ganz kleine Verletzung wirklich irgendwann lebensgefährlich werden, weil es dann vielleicht zur Blutvergiftung kommt. Und das ist aber nicht meine Geschichte, die ich euch gerne erzählen möchte. Vielleicht kann ich da draußen ein paar Leuten die Augen öffnen, um vielleicht dann doch einfach mal zum Arzt zu gehen und einfach mal so eine Grunduntersuchung zu machen. Und zwar, ich war vor 2 Jahren war ich beim Arzt, weil ich bin jetzt ganz ehrlich zu euch wirklich knallhart. Ich habe in Hoden, ich habe immer damals immer gesagt, es ist ein Ball. Und bei mir war das auch schon mit 15 Jahren, hatte ich da immer so ein bisschen Schmerzen und es ist wirklich ganz klein. So habe ich mich, ja, habe ich mich nie drum gekümmert, dachte ich mir so, ja, gehört zur Pubertät. Und irgendwann kam das hier und da mal wieder auf, dass man dann doch ein paar Schmerzen hat, dass es dann doch was anderes sein kann. Und ja, vor 2 Jahren habe ich mir dann so gedacht, okay, es tut ja schon wieder weh und es kann ja irgendwie, muss ja irgendwas dahinter stecken. Es kann ja nie irgendwas Normales sein. Und dann habe ich mir irgendwann so gedacht, auch wenn ich, wie schon gesagt, nicht so gerne zum Arzt gehe, habe ich mir gedacht, okay, ich spreche einfach mal mit meinem Allgemeinmediziner. Ich sage ihm das, ich sage ihm das auch, wie lange das schon ist, wie lange ich da diesen Knoten spüre. Und ja, ich habe natürlich da mehrere Untersuchungen gemacht und natürlich war bei mir dann erstmal der Schock, weil der Verdacht natürlich bei mir aufkam auf Hodenkrebs, weil ich auch zu der Zeit nicht so gute Blutwerte hatte, kam da sehr schnell der Verdacht auf, dass da ein bisschen mehr hinter steckt. Und bei mir war es dann so, am Tag habe ich mir so gedacht, nee, ich kann nicht mehr zum Arzt gehen, so, jetzt habe ich Gewissheit, ich gehe jetzt nicht mehr zum Arzt. Und bin dann auch nicht mehr zum Arzt gegangen. Und
Ich hatte aber immer noch die Schmerzen und ich hatte halt immer noch im Hintergrund, scheiße, wenn ich jetzt nicht zum Arzt gehe, kann es noch schlimmer werden. Und dann ist es vielleicht zu spät und sollte es wirklich Krebs sein, kann der Krebs vielleicht streuen. Und irgendwann habe ich mich dann zusammengerissen und habe gesagt, komm, du gehst jetzt zum Arzt und egal was auf mich zukommt, du wirst es jetzt machen. Egal was auf dich zukommt, es muss getan werden. Es muss ja nicht sein, dass ich mit meinen jungen Jahren vielleicht dann, dass es vielleicht dann überall streut. Und ich habe ganz viele Untersuchungen gemacht, war bei sehr vielen Ärzten und ich hatte dann, nach Weihnachten bin ich dann erst Januar gegangen, also ich habe das dann, witzigerweise im besoffenen Zustand mein Onkel gesagt und auch meine Ex-Freundin und bin dann irgendwann Januar zum Arzt gegangen, Januar oder Februar. Und an den Tag könnt ihr euch vorstellen, natürlich, man geht so zum Arzt, so mit vielleicht schon der Vogt-Diagnose, man hat es ja schon gehört, also den Verdacht hat man ja schon von Arzt mitbekommen. Und man geht natürlich dann zum Arzt und denkt sich so, okay, was kommt jetzt auf mich zu? Was kommen noch für andere Untersuchungen auf mich zu? Was kommen vielleicht für medizinische Eingriffe auf mich zu? Untersuchungen oder kommt vielleicht sogar Chemo-Strahlentherapie auf mich zu? Und ich habe mir dann einfach nur gedacht, okay, könnte heute ein beschissener Tag für mich sein, aber ich brauche einfach die Gewissheit, vor allen Dingen, weil es hätte schlimmer enden können. Bin dann einen Tag zum Arzt gegangen, ihr könnt es gar nicht vorstellen, ich habe so gezittert, ich habe wirklich absolut, ich war an dem Tag nicht aufnahmefähig. Immer wo an dem Tag war, ich hatte einen Termin, bin aber, ich komme immer, wenn ich mal einen Termin habe beim Arzt, bin ich eigentlich immer überpünktlich. War eine Stunde pünktlicher beim Arzt und dann kam der Arzt raus und hat aber erstmal einen anderen Patienten genommen. Und ich so, gut, ich bin noch nicht dran, ich kann mich einfach noch ein bisschen beruhigen. Und dann wurde der andere Patient genommen und irgendwann waren keine Patienten mehr da und irgendwann wusste ich, okay, jetzt bin ich dran. Und dann hat er mich natürlich auch reingerufen und ich saß natürlich dann erstmal da und man kann schon fast sagen, eine absolute Panikattacke, weil es kam ja schon der Verdacht auf und es wurde ja schon ein bisschen spekuliert und Blutwerte waren nicht in Ordnung und es wurde für viel halt viel gefunden und da denkt man sich, okay, gut, was kommt auf mich zu? Man hat dann, ich habe nicht mit dem Leben abgeschlossen, man hat schon dann mit sich selber so zu Hause konfrontiert, okay, was passiert jetzt? Ne? Muss ich jetzt doch eine Chemo durchmachen? Muss ich jetzt vielleicht, was ja auch öfters bei Hodenkrebs ist, dass dann der Hoden abgenommen wird und. Und ja, der Arzt hat das eigentlich relativ schnell dann gesagt, wirklich relativ schnell gesagt, dass es in meinem Fall glimpflich ausgegangen ist und dass es wirklich nur ein Knoten ist und dass es kein Tumor ist, also kein bösartiger Tumor, also keine Krebszelle ist, der sich auch nicht ausbreiten kann auf dem Körper. Da war man natürlich, also ihr wisst gar nicht, also ich glaube, ich habe vor ihnen sogar schon fast geweint. Also ich war kurz davor, ich hatte schon Training gesichert und habe einfach nur gedacht, ach, das war für mich in dem Moment die schönste Nachricht, die man haben kann, die man bekommen konnte an dem Tag. Und der Arzt hat dann gesagt, ist alles in Ordnung, es ist wirklich nur ein ganz kleiner Knoten. Und ich habe dann Tabletten bekommen. Ich kann euch gar nicht mehr sagen, das ist 2 Jahre her, was es für Tabletten waren. Und er ging dann komplett weg. Er ging dann weg und ich hatte auch keine Schmerzen mehr. Und natürlich das Risiko war bei mir natürlich dann auch wieder absolut gar nicht mehr gegeben, dass, weil solche Zellen können sich natürlich dann doch irgendwann verwandeln oder kann dann irgendwann zum bösartigen Tumor werden. Das Risiko habe ich damit komplett verpufft. Und ich war natürlich extrem froh erstmal, dass so gut geklappt hat und dass ich vor allen Dingen auch mit den Schmerzen, weil es waren wirklich manchmal Höllenschmerzen, dass ich auch mit den Schmerzen endlich in Ruhe gelassen wurde, sage ich jetzt einfach mal. Und seit dem Tag habe ich wirklich absolut keine Schmerzen mehr, der Knoten ist komplett weg und ab dem Tag habe ich mir dann auch wirklich gesagt, wirklich selber immer so geschworen, ich gehe jetzt lieber mehrmals zum Arzt oder besser gesagt, wenn ich einen Befund habe, wenn ich einen Verdacht habe oder wenn es mir mal ein bisschen schlechter geht, ich merke so, okay, es ist irgendwas mit mir,
gehe ich dann doch lieber zum Arzt, anstatt mir das dann immer so einzureden, da ist nichts. Oder es wird von alleine besser, weil es wird meistens nicht von alleine besser. Es wird meistens nicht von alleine besser. Und das ist einfach mal jetzt mal eine positive Geschichte von meiner Seite aus. Also auch die ganzen Leute, weil ich weiß, dass natürlich auch sehr viele Männer auch Angst haben, zum Arzt zu gehen. Gerade ab so einem bestimmten Alter kriegt man natürlich noch mehr Angst. Oder gerade die Männer da draußen, die vielleicht Schmerzen haben an der Schulter, haben Schmerzen öfters mal am Herzen haben oder. Und dann gibt es natürlich viele Leute, die sich so sagen, viele Männer, die sagen, ach nee, wird schon irgendwann. Und ja, man weiß es selber, es wird nicht, aber man redet sich das immer und immer und immer wieder ein. Und da möchte ich an die liebe Männerwelt da draußen appellieren, geht den Schritt. Ich weiß, man bildet sich dann erstmal viele Krankheiten ein und Google hilft da auch nie weiter, weil bei Google ist man eigentlich schon halb tot. Google hilft da auch nie weiter und Symptome googeln kann ich euch da draußen auch nicht empfehlen. Also wenn ihr merkt, ihr habt irgendwas, wenn ihr merkt, okay, mein Knie tut schon sehr lange weh und mein Knie wird öfters mal dicker, dann sollte man dann doch den Weg mal zum Arzt gehen und sich Hilfe suchen. Weil meistens ist es was ganz Kleines, was schnell behoben werden kann. Und vor allem, ihr seid dann auch die Qualen, die Schmerzen los und ihr habt dann die Gewissheit, dass es was Risikoarmes ist. Klar kann es natürlich auch ganz anders vonstatten gehen. Ihr könnt natürlich zum Arzt gehen und dann kriegt ihr natürlich den und den Befund, wo ihr dann erstmal denkt so, okay, wieso bin ich jetzt zum Arzt gegangen? Aber auch der Schritt ist wichtig, denn ihr habt dann den Befund, ihr wisst dann schwarz auf weiß wirklich, was ihr habt, eine Diagnose auf dem Blatt Papier und ihr wisst dann, okay, ab dem Zeitpunkt heute können wir endlich was machen. Ob das jetzt ein Eingriff ist oder ob es jetzt mit Medikamenten ist, das ist egal, aber ab dem Punkt kann man was machen. Euer Arzt wird euch da schon beraten und euer Arzt wird euch tatkräftig, wenn ihr einen guten Allgemeinmediziner habt, wird er euch tatkräftig zur Seite stehen. Und vor allen Dingen auch die ganzen anderen Ärzte, die ihr habt, ihr könnt sie immer um Rat fragen, wie es jetzt genau abläuft, ne? Wie schon gesagt, weil die Männer dann vielleicht mal hier ein bisschen Angst haben, ein bisschen also kleine Panikattacken schieben. Das ist ganz, 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 ganz wichtig, dass ihr auch mal Fragen stellt und fragt, okay, wie ist jetzt der genaue Ablauf? Wie kann ich mir das genau vorstellen? Wie wird das in Zukunft? Wird es besser oder kann man überhaupt da noch was dagegen machen? Auch sowas kann natürlich auf einen zukommen, aber es ist, wie schon gesagt, immer tausendmal besser, als wenn ihr da nicht zum Arzt geht. Und es wird immer schlimmer und schlimmer. Und ab einem bestimmten Zeitpunkt kann man nichts mehr machen. Ab einem bestimmten Zeitpunkt ist es dann zu spät. Ihr sitzt dann so da und ihr geht dann vielleicht, wenn es wirklich komplett zu spät ist, wenn ihr zu Hause umkippt und es ist gerade keiner da. Die Frau ist arbeiten, die Kinder sind gerade außer Haus. Ihr kippt um, nur weil ihr nicht zum Arzt gehen wolltet und verstirbt vielleicht noch zu Hause. Ich muss es leider so krass sagen, aber das sind alles Fälle, die leider sehr oft passieren. Und deshalb appelliere ich an alle Leute da draußen, nicht nur an die Männerwelt, auch an die Frauenwelt, geht zu Untersuchungen, wenn ihr irgendwas merkt, was seit Wochen oder vielleicht sogar schon seit Monaten oder manche, wie es bei mir war, seit Jahren begleitet, geht bitte zum Arzt und lasst es abklären. Wie schon gesagt, meistens, ich gehe jetzt wirklich so weit und sage zu 60% oder zu 70% ist es wirklich dann was ganz, ganz Kleines. Dann kriegt ihr ein Aua-Bubo-Pflaster oder ihr kriegt Medikamente und dann ist die Sache gegessen. Bevor es wirklich so weit kommt, dass es wirklich so schlimm wird und man keine Möglichkeit mehr hat, einzugreifen als Arzt. Und ihr vielleicht daran, man muss es sagen, dran verstirbt. Und das will keiner, das wollt ihr nicht, ihr wollt gesund bleiben. Und wie schon gesagt, geht bitte alle da draußen zum Arzt. Auch wenn man jetzt mal vom Körperlichen weggeht, gerade so die Psyche. Ich weiß, liebe Kerle, und so bin ich auch, oder besser gesagt, so war ich mal. Ich bin da gerade immer noch so ein bisschen am, sag mal, Rumdoktor, ne? Ich bin ja immer noch beim Arzt. Und mit der Ärztin, die bringt mir das jetzt mal ein bisschen bei, so dass man hier und da dann doch mal über seine Probleme redet.
Weil ganz kleine Probleme oder wenn ihr mal in der Familie Probleme habt, wenn ihr auf Arbeit Probleme habt oder wenn ihr nicht mit einem Todesfall zurechtkamt und ihr sagt, ach, das wird schon, ich schluck das runter, ich gehe jetzt weiter auf Arbeit, das frisst irgendwann euch komplett von innen auf. Irgendwann entweder landet dann wirklich in einer geschlossenen und kommt für Monate nicht mehr raus oder ihr landet auf der Straße, seid alkoholabhängig oder drogenabhängig und verbaut euch euer ganzes Leben nur, weil ihr mit keinem darüber reden wolltet. Ja, liebe Männerwelt, ihr könnt auch Gefühle zeigen. Ihr könnt genauso Gefühle zeigen wie Frauen. Und ich habe schon im letzten Video gesagt und ich werde es gerne auch nochmal hier im Video sagen, ich finde, das zeigt mehr Stärke, da ist viel mehr Stärke bei, anstatt seine ganzen Gefühle, seine ganzen Ängste runterzuschlucken und auf harten Mann zu tun, weil jeder Mensch hat Ängste, jeder Mensch hat Probleme und man kann natürlich die Probleme nur lösen, wenn man mit Menschen darüber redet. Und ihr müsst ja nicht sofort hier zum Psychologen rennen, aber wenn ihr merkt, okay, mich begleitet schon was seit Monaten, der Todesfall von Opi, der Todesfall von der Omi, dann redet doch einfach mal mit eurer Familie oder redet doch einfach mal mit den Verwandten, redet mal mit den Kollegen auf Arbeit, den ihr vertraut. Oder wenn ihr sonst keinen habt, dann geht doch einfach mal zum Allgemeinmediziner. Ihr müsst euch nicht direkt Tabletten verschreiben. Das ist total Schwachsinn. Und davor braucht ihr auch keine Angst haben. Der Allgemeinmediziner wird euch nicht, wenn ihr einen guten habt. Und wenn der Allgemeinmediziner dann doch damit hier ankommt, ja, wir schicken sie jetzt zum Psychologen, zum Psychiater, wir schreiben ihnen jetzt was, dann sagt ihr einfach, nein, ich möchte gerne erstmal den Weg gehen zum Psychologen. Möchte gerne erstmal mit dem Psychologen darüber sprechen. Und meistens sind es wirklich die Gespräche, die helfen. Ne? Wenn man einfach mal seine Emotionen freien Lauf lassen kann. Wenn man einfach auch mal über die Probleme, die einen seit Monaten vielleicht oder sogar schon seit Jahren plagen, begleiten. Und das wird euch einfach dann, glaubt mir, das wird euch enorm aufbauen. Ihr schöpft extrem viel Mut, extrem viel Kraft und es wird euch meistens sehr gut gehen. Ist einfach so. Wie schon gesagt, auch für die Männer da draußen, die jetzt nicht unbedingt direkt zum Psychologen rennen wollen, die aber merken, okay, der letzte Tod oder das auf Arbeit, das begleitet mich jetzt schon wochenlang und sitzt dann vielleicht manchmal zu Hause. Es gibt auch viele Männer, die sitzen dann zu Hause oder geht dann irgendwie in den Hobbyraum und weinen da, weil sie einfach die Gefühle nicht zeigen wollen. Redet einfach mit eurem Partner, redet mit eurer Partnerin. Oder redet mit Verwandten oder wenn ihr den Weg nicht gehen möchtet, wenn ihr vielleicht dann wirklich zum Allgemeinmediziner oder wirklich erstmal zum Arzt gehen wollt, geht bitte, bitte, bitte zum Arzt. Wie schon gesagt, weil auch sowas einen Menschen extrem zerstören kann. Und es hat auch nichts mit Schwäche zu tun, was ich damals auch immer gedacht habe. Ich habe es dann auch irgendwann mal meiner Psychologin gesagt, ja, nee, ich halte das für schwach. Hilfe zu holen, das ist totaler Blödsinn. Es ist Stärke, wahre Stärke, zu zeigen, dass man in einer gewissen Situation einfach Hilfe braucht. Das ist Stärke. Stärke ist es nicht, in der gewissen Situation zu sagen, ach, das klappt schon, das wird schon, ich brauche keine Hilfe. Ich habe jetzt mal ein ganz kleines, extrem heftiges Beispiel von damals. Das wussten nämlich meine Freunde auch nicht. Ich habe jemandem mal beim Umzug geholfen. Und das war in der Zeit, wo ich extrem heftig in Depression war. Und ich habe es halt in dem Moment oder in der Zeit als stark angesehen, seine Gefühle nicht zu zeigen und wie es einem wirklich geht, nicht zu zeigen. Und habe den beim Umzug geholfen. Habe gesagt, na klar, ich helfe dir. Und das Heftige ist, einen Tag vorher habe ich Suizidversuche hinter mir. Ich hatte einen Tag vorher wirklich extrem heftige Suizidversuche hinter mir. Wirklich extrem heftige Suizidversuche. Für die Leute, die meine Real-Life-Stories kennen, die wissen, wieso, weshalb, warum. Das möchte ich auch jetzt nicht so breit hier schlagen. Darum geht es ja nicht. Aber nur mal als Beispiel. Und das war für mich in dem Moment nicht stark zu sagen, ja, ich helfe dir, kein Problem. Ich habe jetzt gerade eh nichts zu tun. Es wäre stärker von mir gewesen, in dem Moment zu sagen, hier, pass auf, mir geht's gerade so unfassbar beschissen. Ich kann dir gerade nicht helfen. Oder denjenigen zu sagen, hier, kannst du mir mal kurz helfen. Oder in dem Moment jemand anders anzuschreiben, hier, pass auf, ich brauche unbedingt jetzt
gerade in dem Moment deine Hilfe, es geht nicht mehr. Das wäre wahre Stärke gewesen. Und ja, mit dem kleinen Exkurs und mit der kleinen Real-Life-Story, sage ich jetzt einfach mal, möchte ich mich verabschieden. Wie schon gesagt, liebe Männerwelt, es geht bitte zu Untersuchungen. Lasst es nicht zu lange warten, vor allem wenn ihr mal Schmerzen irgendwo habt. Meistens ist es was ganz Kleines, manchmal ist es wirklich was ganz Kleines. Ihr seid dann vielleicht sogar die Schmerzen los. Oder wenn ihr was Seelisches habt, redet mit Menschen, redet mit Leuten und zeigt auch mal Emotionen. Zeigt einfach mal, wenn es euch scheiße geht, dann zeigt es doch mal. Dann sagt hier, mir geht's gerade extrem beschissen, das und das ist jetzt los und man kann zusammen eine Lösung finden. Und ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wir sehen uns definitiv, Dativ, Akkusativ im nächsten Video wieder. Bis dahin, bleibt gesund, haut rein und tschüss.